Gute Werke führen nicht zur Befreiung. 7. Vers vom Viveka Chudamani. Amritasvasya nashasti vite nedyeva hi shrutihi braviti karmano mukter ahetutvam sputam yataha. Die Schriften sagen, Unsterblichkeit kann nicht durch Reichtum erreicht werden. Befreiung ist nicht das Ergebnis guter Werke, guter Handlungen. Ja, das ist eine der zentralen Aussagen von Shankaracharya im Viveka Chudamani. Es ist wichtig, Gutes zu tun. Das ist zunächst einmal klar, davon geht auch Shankaracharya aus. Es ist wichtig, dass du anderen hilfst, anderen dienst. Aber die Befreiung erreichst du dadurch alleine nicht. Ein Esel, der den ganzen Tag einen Bewässerungskanal betreibt, indem er die ganze Zeit im Kreis geht und dabei die Pumpen bedient, wird nicht die Befreiung erreichen. Und nicht alle Krankenschwestern und Sozialarbeiterinnen und Ärzte werden allein durch ihre Sozialarbeit die Befreiung erreichen. Sondern gute Werke sind wichtig. Aber Befreiung erreichst du anders. Daher, der Tipp von Shankara ist, ja, überlege, was kannst du tun, um die Erleuchtung zu erlangen? Das höchste Ziel im Leben ist die Erleuchtung. Darauf solltest du zugehen, darum solltest du dich kümmern. Es gibt zum Beispiel die Aussage, wenn die Sehnsucht nach Befreiung größer ist als alle anderen Wünsche, kannst du sie in diesem Leben erreichen. Aber wiege dich auch nicht in falscher Sicherheit. Es reicht eben nicht aus, ein ethisches Leben zu führen, täglich zu meditieren, Yoga-Übungen zu machen, vielleicht ab und zu mal zu fasten und dich gesund zu ernähren. Diese Dinge sind wichtig. Aber um die Befreiung zu erlangen, braucht es mehr. Und du kannst selbst nochmal überlegen, was denkst du? Was braucht es mehr, um die Befreiung zu erlangen? Was kannst du noch tun, um dich der Befreiung zu nähern?